Von Gott heißt es ja, er wohne im Himmel. Und wenn das Bild stimmt, dann kann er, das würde es ja bedeuten, nicht zugleich bei uns auf Erden sein. Kann er sich dennoch bemerkbar machen, gegenwärtig sein bei uns im Hier und Jetzt? Ich meine wirklich im Hier und Jetzt, bei uns im Alltag, bei den Dingen, die wir täglich vor Augen haben. Und wenn ja, wie sollte das gehen? Und wie müssten wir die Welt anschauen, um etwas von ihm zu bemerken? Das soll das Thema dieses Videos, dieser Rallentando-Ausgabe sein. Und diese Ausgabe bildet den Auftakt zu einer Rallentando-Reihe, die dem Römerbrief des Apostel Paulus gewidmet ist. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, dann schauen Sie doch auch in die nächsten Nummern hinein. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns einen Kommentar oder ein Like nach dem Anschauen hinterlassen. Gemeinde, gern möchte ich Ihnen an dieser Stelle eine Szene aus dem Hiob-Buch in Erinnerung rufen, die dort ganz am Anfang steht. Es ist eine Szene, die sich im Himmel abspielt. Und wenn es nicht so tragisch wäre, was da beschlossen wird, so könnte es auch der Anfang eines guten Witzes sein. Jedenfalls ist es so, dass Gott und der Teufel sich treffen und einen kleinen Schwatz miteinander halten. Gott fragt den Teufel, was er gerade gemacht hat, und der Teufel antwortet: Ich war gerade auf der Erde und habe mich ein wenig umgeschaut, um zu sehen, was da so los ist. Voller Stolz fragt Gott den Teufel, ob er auch den Hiob getroffen habe, den rechtschaffensten Mann auf der Erde, voller Güte und voller Gerechtigkeit. Ja, sagt der Teufel, diesen Hiob habe ich tatsächlich gesehen. Und er fragt zurück, ob Hiobs Tugendhaftigkeit denn ein Wunder sei. Schließlich habe Gott ihm ja auch reich beschenkt, mit wohlgeratenen Kindern, mit Reichtum aller Art und auch mit Glück in der Familie. Vielleicht muss man sich Hiob ein wenig vorstellen wie einen glücklichen und wohlhabenden Menschen hier an der Goldküste oder sonst irgendwo in der Schweiz. Jedenfalls schließen die beiden, der Teufel und Gott, am Ende ihrer Unterhaltung eine Wette ab. Der Teufel dürfe Hiob alles nehmen, alles. Seine Gesundheit, sein Glück, seinen Reichtum. Und dann wolle man sehen, ob er so rechtschaffen bleibe, wie er ist. Und nun lese ich Ihnen einmal vor, was danach geschehen ist. Eines Tages aber, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, kam ein Bote zu Hiob und sprach: Deine Rinder waren beim Pflügen und die Eselinnen weideten daneben. Da
sind dieser Bär gekommen und haben alles weggenommen und die Knechte mit der Schärfe des Schwerts erschlagen. Und ich allein bin entkommen, um es dir zu sagen. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sprach: Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt, und ich allein bin gekommen, um es dir zu melden. Und während dieser noch redete, da kam ein weiterer und sprach: Die Kasdäer haben 3 Heerhaufen aufgestellt und sind über deine Kamele hergefallen, und sie haben alles weggenommen und deine Knechte mit der Schärfe des Schwertes geschlagen. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sprach: Deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders, und sie, da kam ein Sturmwind von der Wüste her und hat das Haus an den 4 Ecken gepackt, und es ist über den jungen Leuten eingestürzt, und sie sind umgekommen, und ich allein bin gekommen, um es dir zu melden. Amen. Hiob verliert alles, was er hatte, seine Kinder, seine Habe und am Ende auch seine Gesundheit. Jedenfalls berichtet der Text im weiteren Verlauf davon, dass er selbst von Geschwüren geplagt wird. Und das alles geschieht ihm, weil Gott mit dem Teufel im Himmel eine Wette abgeschlossen hatte. Unser Predigttext steht im Römerbrief, dem diese Predigtreihe ja gewidmet ist. Es ist dort das erste Kapitel, die Verse 19 bis 23. Die Menschen hätten ja vor Augen, was von Gott erkannt werden kann. Gott selbst hat es ihnen vor Augen geführt. Denn was von ihm unsichtbar ist, seine unvergängliche Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt mit der Vernunft an seinen Werken wahrgenommen. Es bleibt ihnen also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht die Ehre gegeben, die Gott gebührt, noch ihm Dank gesagt, sondern sie verfielen mit ihren Gedanken dem Nichtigen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Und sie tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gegen das Abbild eines vergänglichen Menschen, gegen das Abbild von Vögeln, Vierfüßlern und Kriechtieren. Amen. Es gab einmal eine Zeit, in der die Menschen so sehr im Einklang mit der Natur lebten, dass sie alles, was in ihrer Umwelt geschah, unmittelbar zu spüren bekamen. Weil es kein festes Dach über dem Kopf gab, war man jedem Regenschauer, jedem Gewitter auch und jeder Sonnenstunde unmittelbar ausgesetzt. Natürlich auch den kalten Nächten und den Phasen extremer Trockenheit zum Beispiel. Menschen, die so leben, wissen ganz genau, wie und wo Pflanzen wachsen, die ihnen dienlich sind. Sie wissen genau, wie sich Tiere zu welcher Jahreszeit verhalten, und natürlich wissen sie die klimatischen Anzeichen eines Jahreszeitenwechsels viel kundiger auszudeuten als wir, die wir unsere Füße nur noch höchst selten in die Natur setzen.
Jeder Mensch dieser frühen Zeit der Menschheitsgeschichte war sich zugleich sehr bewusst, dass die Natur über sein Wohl und sein Wehe entschied, über sein Leben und seinen Tod auch. Jeder Blitz konnte ihn erschlagen, eine länger andauernde Dürre in dem Gebiet, das seine Herde beweidete oder das er bebaute, jede solche Dürre war eine Bedrohung seiner Existenz. Jedes Jahr mit ausgeglichenem Klima war eine Gnade. Es ist nicht erstaunlich, dass Menschen, die so lebten, dazu neigten, die Natur selbst anzubeten. Und so war es tatsächlich auch. Berge oder auch Flüsse oder bestimmte Tierarten erhielten einen heiligen Status. Man konnte sich ganzen Regionen in seiner Umgebung nur im Gestus der höchsten Demut nähern. In Bäumen oder auch in Pflanzen waren die Götter selbst anwesend. Dann folgte eine Zeit, in der sich dies alles grundlegend ändern sollte. Die Veränderung, die ich meine, ging nicht in wenigen Jahren vonstatten, sondern es war eine Veränderung von weltgeschichtlicher Tragweite. Und für so etwas benötigt die Geschichte Zeit, ein paar Jahrhunderte vielleicht. Am Ende der Umwälzungen, die ich meinte, konnte man über Gott etwas völlig Neues sagen. Er ist unsterblich und er wohnt in einem unzugänglichen Licht, von dem man nicht vieles weiß, aber eines weiß man doch von Gott. Dieses Licht, wo er ist, befindet sich jedenfalls nicht auf dieser Welt, sondern es ist uns so fern und so unzugänglich, wie es nur möglich ist. Gott, das war die neue Erkenntnis, die man etwa 600 vor Christus erreicht hatte, ist kein Teil der Natur, kein Baum, kein Berg und kein Fluss und auch kein Tier waren fortan noch heilig, sondern der eine Gott, der allein heilig ist, das wusste man nun, ist nirgendwo in der Welt, sondern fernab von allem, in einem unzugänglichen und unanschaubaren Licht. Und genau diese Erkenntnis war und ist eine weltgeschichtliche Revolution. Denn nun konnten die Menschen viel unbefangener auf die Natur blicken, als man es je zuvor getan hatte. Ein Baum war nun ein Baum, mehr nicht und weniger auch nicht, sondern aber er musste nun nicht mehr angebetet werden, sondern konnte ohne jede Scheu gehegt und gepflegt werden. Und sofern man Brennholz oder Bauholz brauchte, konnte man ihn ohne Umschweife auch fällen und verarbeiten. Für die Menschheit war dieser Umbruch etwa 600 vor Christus ein Segen, denn nun konnten die Leute sich in der Natur unbefangen bewegen und sie unbefangen zu ihren Gunsten verändern und sich ohne Rücksicht auf irgendwelche auch Götter auch zunutze machen. Später, viel später, in der Aufklärungszeit etwa, sollte diese Befreiung auch zu den naturwissenschaftlichen Errungenschaften führen, von denen wir heute alle zehren. Aber dafür, dass man der Natur und den Gesetzmäßigkeiten, nach denen sie funktioniert, auf die Schliche kommen konnte, musste sie zunächst entzaubert werden. Alle Götter und alle magischen Elemente mussten aus der Natur ausgetrieben werden. Erst danach waren wir dazu befreit, die Natur völlig unvoreingenommen zu untersuchen.
Ein aufziehender Sturm zum Beispiel ist für uns Heutige nichts weiter als die Folge einer Wetterlage, bei der ein Hoch nahe bei einem Tiefdruckgebiet liegt. Die Druckunterschiede werden sodann durch die Bewegung der Luftmassen ausgeglichen. War das für Hiob auch so? Ein Sturm hat das Haus, in dem seine Söhne und Töchter ein Fest feierten, zum Einsturz gebracht. Und die Kinder haben das nicht überlebt. Ein Mann verliert seine Kinder durch den Druckausgleich zwischen einem Hoch- und einem Tiefdruckgebiet. Würde Hiob sagen, dass das eine angemessene Erklärung für sein Leid ist? Nein. Das würde er so nie und nimmer sagen. Und das ganze Buch Hiob ist eigentlich ein Zeugnis dafür, dass diese Erklärung in so einem Fall nicht ausreicht. Heute ist das nicht anders und deshalb ist das Hiob-Buch bis in die Gegenwart ungebrochen aktuell. Niemand, der seine Tochter oder seinen Sohn etwa bei einem Autounfall verliert, gibt sich damit zufrieden, wenn man ihm erklärte, es habe eben kinetische Kräfte gegeben, die beim Aufprall des Autos auf eine Mauer so stark waren, dass der kindliche Organismus das nicht überleben konnte. Natürlich ist eine solche Erklärung nicht falsch, aber sie reicht eben nicht aus. Denn über das, was die Naturwissenschaften erklären können, werden die Eltern fragen, warum das passiert ist. Sie werden wissen wollen, ob das, was da geschehen ist, irgendeinen Sinn ergibt. Und sie werden wissen wollen, ob der Schmerz, den sie nun ohne Unterlass spüren, jemals wieder aufhört. Niemals wird dazu die Auskunft zu den kinetischen Kräften, die während des Unfalls aufgetreten sind, ausreichen. So ist es heute noch, so war es bei Hiob schon. Der Sturm, durch den er seine Kinder verloren hat, ist für ihn eben nicht bloß das Resultat eines Luftmassenaustauschs gewesen, sondern es war darüber hinaus für ihn ein Ereignis, das aus der Wette eines Gottes, seines Gottes, mit dem Teufel resultierte. Lassen Sie mich noch ein anderes, weniger trauriges, vielleicht und viel mehr glückliches Beispiel aufrufen, das fast jeder von uns kennt und das auch mit der Nachkommenschaft von Eltern zu tun hat. Wenn einer Familie ein Kind geboren wird, dann ist das nicht bloß ein Ereignis von biologischer Tragweite. Natürlich ist es richtig, dass die Verschmelzung von Samen, Zelle und Ei der Ausgangspunkt für Zellteilungen ist. Die Zygote entwickelt daraus dann später einen Embryo, der zum Kind führt. Aber eine solche Erklärung reicht eben nicht hin, um das Glück und die Gnade zu erklären, die Eltern bei der Geburt ihres Kindes empfinden. Es ist dabei ganz sicher doch eine Dankbarkeit im Spiel, die durch den rein naturwissenschaftlichen Vorgang nicht erklärt wird. Niemand richtet seinen Dank in einem solchen Moment an die Gesetze der Zellteilung. Ein Dankgebet in Richtung Himmel wird schon viel eher ausgesprochen. Also doch, ist Gott, der Heilige, der im unzugänglichen Licht wohnt, doch gegenwärtig in der Welt, da, wo ein Kind geboren wird, oder da, wo Hiobs Kinder unter einem zusammenbrechenden Haus sterben? Ich bringe Ihnen hier den Nachweis der Vorsehung Gottes in der Anatomie einer Laus.
Diesen Ausspruch hat der 1638 geborene niederländische Naturforscher Jan Swammerdam getan. Ich bringe Ihnen hier den Nachweis der Vorsehung Gottes in der Anatomie einer Laus. Er hatte damals einige bahnbrechende Entdeckungen bei seiner Insektenforschung gemacht. Swammerdam war einer der ersten Forscher überhaupt, der ein Mikroskop für seine Forschung einsetzte. Und was er da unter den Vergrößerungsgläsern sah, war für ihn und die Welt ganz offenbar unerwartet. Selbst diese kleinsten der damals bekannten Lebewesen waren wohl organisiert. Sogar der Körper einer Laus ist zweckmäßig eingerichtet. Die einzelnen Teile dieses winzigen Tieres stimmen alle so zusammen, dass es ihm wie ein Wunder vorgekommen ist. Die Welt, so hat er sich gedacht, ist so fabelhaft aufgebaut, dass die Gesamtordnung der Welt sich selbst an den kleinsten Insekten ablesen lässt, deren phänomenaler Körperbau das Weltgesetz insgesamt abzuspiegeln schien. Und hinter dieser großartigen Wohlordnung der gesamten Welt, so war das Empfinden des Niederländers, muss sich wohl so etwas wie ein wundersamer Plan, entworfen von Gott selbst, befinden. Einen solchen Plan hat auch der Apostel Paulus im Sinn, wenn er folgende Zeilen in seinem Brief an die Römer schreibt. Denn das, was von Gott unsichtbar ist, seine unvergängliche Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt mit der Vernunft an seinen Werken wahrgenommen. Wer Augen hat zu sehen, der schaue nur hin, heißt das doch. Wenn ihr das Wunderwerk der Welt nur richtig anschaut, werdet ihr mit eurer Vernunft erkennen, dass dies das Werk eines Schöpfergottes ist. Anders kann es gar nicht sein. Paulus und Swammerdam hätten sich vermutlich ganz gut verstanden. Gott muss also irgendwie, wenn das stimmen sollte, in der Welt wirken können, irgendwie gegenwärtig sein, nicht nur in Form von Schicksalsschlägen und von Glücksmomenten, sondern auch in der Ordnung der Welt selbst. Aber stimmt das, was die beiden, Paulus und Swammerdam, behaupten? Lässt sich das für einen Schüler der ersten oder zweiten Oberstufe heute noch nachvollziehen? Ja und nein. Es lässt sich nicht nachvollziehen oder nicht nachvollziehen lässt es sich, weil es eine Erklärungsweise für, um bei dem Beispiel zu bleiben, den Körperbau einer Laus gibt, die ganz ohne den Gedanken Gottes auskommt. Sie alle kennen das. Seit Darwin wissen wir, dass kein Plan hinter der Evolution der Arten steht, sondern ein reiner Zufall und daraus folgende Notwendigkeit. Sobald durch eine planlose Mutation ein neues Wesen entsteht, ein neues Lebewesen, das zu seiner Zeit und an seinem Ort einen Vorteil gegenüber anderen Arten hat, wird es notwendig überleben und sich fortpflanzen können. So einfach ist das, die Entstehung einer Laus zu erklären. Kein Gott und kein göttlicher Masterplan sind dazu nötig. In der Welt ist also, wenn man es so anschaut, kein Gott zu finden. Und doch kann man die Natur und die ganze Welt zugleich so anschauen, dass man Gott dort findet. Vermutlich können wir ihn überhaupt nur dort finden, in der Welt, in anderen Menschen, die sich uns liebevoll zuneigen. In der Geburt eines Kindes auch, durch die uns klar vor Augen geführt wird, dass all das Leben auf der Welt
und auch unser eigenes Leben ein Wunder und ein Geschenk sind. Man kann Gott vielleicht auch in den Momenten finden, in denen wir von einem Naturschauspiel überwältigt sind, aber eben auch dann, wenn wir auf der Suche nach einem Sinn für unser Unglück und für unser Glück und unser Unglück sind, für unser Glück, wenn uns ein Kind geboren wird, zum Beispiel, für unser Unglück, wenn uns die Seele schmerzt und unser Herz vor Trauer und Wut aufgefressen wird. In diesem Fall erscheint Gott so, als hätte er eine teuflische Seite in sich. So ist er auch dem Hiob schon erschienen. Gott ist in solchen Fällen für uns gegenwärtig, in denen des Glücks und des Unglücks, obwohl wir ihn nicht sehen können. Aber er erscheint als diejenige Macht, die der Welt ihre Ordnung und ihren Sinn gegeben hat. Das alles widerspricht den naturwissenschaftlichen Einsichten für die Verhältnisse der Welt nicht. Es ist vielmehr so, dass es lediglich zwei unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Sache sind. Ein frisch verliebtes Paar kann sich seine Liebe selbstverständlich als einen Rausch der Hormone erklären. Will es den Sinn der Liebe erfassen, muss es anders denken. Die beiden können dann von einem Zufall oder von Glück sprechen oder auch von der Gnade Gottes, die sich in ihrer Liebe äußert. Paulus beklagt, dass die Menschen um ihn herum zu wenig Gebrauch machen von dieser Sicht auf die Welt. Von einer Sicht, in der wir nach dem Sinn der Dinge fragen und dadurch auch das Wirken Gottes in der Welt bemerken. Wir verfallen, das ist die Diagnose des Paulus, mit unseren Herzen dem Nichtigen und behaupten dann auch noch weise zu sein. So war es offenbar ganz offenbar damals schon, so ist es sicher auch heute noch. Man kann das an sich selbst beobachten, wenn wir morgens aufstehen, kreisen unsere Gedanken um diejenigen Dinge, die erledigt werden müssen. Wäsche waschen, Haus aufräumen, Hund ausführen, der Arbeit nachgehen, mit dem Geschäftspartner telefonieren, die Kinder ins Ballett fahren, die neuesten Corona-Nachrichten lesen und vieles weitere mehr. Die Tage sind voll davon. Sie vergehen einer nach dem anderen. Unser Leben besteht im Schnitt aus lediglich 4200 Wochen Zeit. In wie vielen davon halten wir inne und fragen uns, was der Sinn all dieses Tuns ist? Die Sinnfrage ist uns so selten in den Gedanken und auf unseren Lippen, weil wir so sehr beschäftigt sind mit den vielen Dingen, die uns da gerade einnehmen. Kleine Dinge, Nichtigkeiten eigentlich, die uns aber doch jeden Tag in Atem halten. Erst aber, wenn die Sinnfrage gestellt wird, werden all die Sorgen um diese kleinen Nichtigkeiten als das erkannt, was sie sind. Kleinkram. Und erst wenn die Sinnfrage gestellt wird, kommen ganz andere Dinge in den Blick, die wir zuvor nicht wahrgenommen haben. Der Dank für unser Leben, das Staunen über eine wunderbare Welt, in der wir leben dürfen. Die Verzweiflung auch über die Wunden, die uns über die Jahre zugefügt worden sind und die aus unserer Seele einfach nicht mehr verschwinden wollen. So beim Hiob. Und erst wenn man den Sinn und den Geschmack an solchen Fragen gefunden hat, ist man auch bei Gott.
an seinen Werken und an der Welt selbst ist er erkennbar. So sagt es Paulus. Man muss die Welt aber dafür so anschauen, dass er als derjenige erscheint, der er ist, der Schöpfer aller Dinge und der Schöpfer auch meines Lebens und der Sinn und der Taktgeber allen Daseins. Amen. Wenn Ihnen dieses Rallentando gefallen hat, dann schauen Sie doch auf einem unserer anderen Videos vorbei. Wir haben insgesamt 100 produziert. Versenden Sie die Links an Ihre Freunde. Geben Sie uns ein Like, wenn Sie das mögen. Und wenn Ihnen etwas einfällt, schreiben Sie doch einen kleinen Kommentar.